Die Pulsmessung ist eine wichtige Methode, um den Zustand des Patienten beurteilen zu können. Neben der Frequenz gibt die Qualität des Pulses, kräftig oder regelmäßig, Hinweise auf die Kreislaufsituation. Um den Wert pro Minute zu erhalten, reicht es aus, den Puls für einige Sekunden zu tasten und den Wert zu multiplizieren. Am Handgelenk, Sprunggelenk oder Fußrücken wird mit mehreren Fingerkuppen der Verlauf der Arterie gesucht und der Puls getastet. Bei leicht überstrecktem Kopf wird mit mehreren Fingerkuppen die Halsschlagader gesucht. Dabei darf der Daumen nicht verwendet werden. Die Pulstastung darf nicht gleichzeitig an beiden Halsschlagadern erfolgen.